Ja, du! Merde. Was hast du für mich? Du kannst dir einen Panzer schnappen und ein paar Soldaten töten, wenn du dir die 2. Panzerdivision der FND vorknöpfst. 2 Fliegen mit einer Klatsche. Hey, danke. Arranca. Yeah.
ging schnell. Ruhig, ganz ruhig. Vamos. Los. Ganz ruhig. Los jetzt. Los. Ganz ruhig. Na los. Hey, weiter Ich hab den Truck. Gut. Hol mich an der Tankstelle ab. Bin unterwegs. Thank you.
Wow, ein echter Verkleidungskünstler. Klappe zu und setz dich nach hinten. Okay. Seit dem Ausbruch, dass ich hierher zurückkomme. Meine Kinder sind hier früher zur Schule gegangen. Wie lange hast du gesessen? 8 Monate, vielleicht länger. Ich habe 18 Stunden am Tag auf den Feldern geschuftet und das Gift geatmet, das einem den Verstand vernebelt. Klingt grauenvoll. Ja, aber ich hatte Miguel. Wir haben uns gegenseitig Kraft gegeben. Stimmt, du meintest, er wäre wie ein Sohn für dich. Er ist der härteste Kerl, den ich kenne. Ich habe ihn wie mein eigenes Kind aufgezogen. Hab ihm Boxen beigebracht. Er wäre Senor Yara geworden, hätte man uns nicht geschnappt. Wie habt ihr es rausgeschafft? Camila hat sich eines Nachts eingeschlichen und 3 Wachen aufgeschlitzt. Sie hat 2 Kugeln eingesteckt, eine Geisel genommen und Fili und mich rausgeholt. Oh ja, klingt nach Espada. Ganz mein Mädchen. Aber sie konnte Miguel nicht finden und der Aufruhr wurde immer größer. Also haben wir ihn mit 4 anderen zurückgelassen. Ich hoffe, er hat es irgendwie geschafft. Wir kommen näher. Klappe halten. Carlos Montero, was machst du hier? Wo ist Miguel? Keine Ahnung, die Wachen haben ihn hier weggesperrt. Ja, da, das war's. Wir gehen. Geh, ich finde Miguel. Wirst du erwischt, stehst du gegen die Scheißarmee. Ist schon okay, Papa. Ich bin doch schon groß. Du hast sie nicht mehr alle. Wir treffen uns an der Tankstelle, wenn du ihn hast. Sweat it. Binga. Ich weiß gar nicht, wie dieser Typ aussieht. Die Viro ist das Lebensblut in den Adern von hier. Para und Madrugada ist das Herz. In der Tat will den Kreislauf unterbrechen. Wir müssen unsere Tabakhelder verteidigen. Wir müssen unsere Scheiße!
Bewegen!